Von Spanien nach Frankreich jetzt. Französische Chansons gibt's hier auf Radio Multikulti und in Funkhaus Europa ja oft zu hören. Das gehört einfach dazu. Und heute kommt ein Chansonsänger zu mir ins Studio. Aber der hat erst richtig angefangen, Chansons zu singen, als er in Deutschland war. Verkehrte Welt, oder? Christophe Bourdoiseau heißt der Mann und gleich ist er live im Supermercado. Christophe Bourdoiseau kam vor vielen Jahren aus Paris nach Berlin. Schon als Jugendlicher sang er Chansons von Jacques Brel und Barbara und begleitete sich dazu auf der Gitarre. In Berlin macht er diese Leidenschaft zum zweiten Beruf. Er fängt an, eigene Texte zu schreiben und auf kleinen Bühnen aufzutreten. Dabei läuft er irgendwann dem gleichgesinnten ukrainischen Trio Shaw über den Weg. Gemeinsam nehmen sie die CD Temps de Saison Perdue auf. Und damit ist Christophe Bourdoiseau heute live im Supermercado. Hallo, bonjour, Christophe Bourdoiseau. Bonjour. Es ist ja nicht gerade naheliegend, nach Deutschland zu kommen, um Chansons zu singen. Sie sind vor 15 Jahren hier gelandet. Wie und warum? Eigentlich, das war ein Zufall. Ich wollte ein bisschen Auslanderfahrung sammeln und habe ich am Anfang an London oder Peking gedacht. Und dann kam ich zu Besuch hier in Berlin und ich gerade nach ein paar Tagen festgestellt, das ist die Stadt, wo ich da ein paar Jahre bleiben kann. Und das ist schon 15 jetzt. Also ein zufälliges Ziel. Eigentlich sollte es doch ein bisschen exotischer sein. Jedenfalls von Paris aus gesehen ist ja auch London ein bisschen exotisch, nicht nur Peking. Und erst mit Abstand eigentlich zum Mutterland des Chansons haben Sie angefangen, sich ein Publikum zu suchen. Ist das nicht ungewöhnlich? Meinen Sie in Deutschland? Ja. Ja, also eigentlich ist das Publikum sehr schön in Deutschland. Sind Chanson-Fans, die lieben französische Chanson. Also viele meistens. Und obwohl das nicht ist wie in den 70er Jahren, aber es gibt immer ein Publikum und seit Jahren wird in Deutschland keine Chanson mehr so viel gespielt wie früher. Und da habe ich dann plötzlich gesehen, dass der Bedarf oder das Publikum da ist. Und eigentlich ist das eine kleine Nische. Sie haben den Mangel entdeckt und decken jetzt den Bedarf. Das ist gut. Das muss man ja für sich finden, so eine Lücke. Sie sind aber eigentlich künstlerisch oder beruflich gesehen eine gespaltene Persönlichkeit. Einerseits sind Sie Deutschland-Korrespondent von Le Parisien. Das ist, glaube ich, die größte Boulevardzeitung in Paris und auch von einigen anderen Tageszeitungen. Andererseits sind Sie Chansonnier. Was unterscheidet denn diese beiden Welten? Eigentlich ist es zwei Welten, also viel sagen mir, du mit deinem Beruf als Journalist kannst du besser schreiben, aber wenn ich Chansons schreibe, das hat nichts mit Journalismus zu tun. Also ich mache Musik und denke nicht an Journalismus und andersrum auch so. Das ist zwei verschiedene Welten. Ja, wie muss ich mir denn das praktisch vorstellen? Was Sie beobachten und was nicht in die Artikel passt, das stecken Sie dann in Ihre Chansons? Überhaupt nicht. Das ist ganz so was Schönes in der Chanson, ist, dass man im Gegensatz zu Journalismus alles sagen kann, was man, die Träume und so, also kann man natürlich auch lügen und... Man muss es nicht recherchieren. Nein, keine Recherche, nicht recherchieren und nur also sich inspirieren lassen und das hat mit Journalismus gar nichts zu tun, weil Journalismus, muss man ehrlich sein und sachlich. Muss man ehrlich und sachlich sein. Ich glaube, im Chanson kann man auch ehrlich sein. Mich würde dann interessieren, zum Beispiel jetzt singen Sie verschiedenste Chansons. Über was schreiben Sie gerade, zum Beispiel? Also damit jetzt, man so diese Kluft versteht. Ja, bereite ich einen zweiten CD vor schon mit... Das meine ich nicht. Ich meine, was schreiben Sie als Journalist gerade? Ah, Journalist. Das ist eine gute Frage. Ich habe gerade... eigentlich vergesse ich immer so, was ich schreibe. Was habe ich denn geschrieben? Also das war über einen Prozess über der letzte Kriegsverbrecher Deutschland gestern, der ist in München geöffnet worden. Und das Interesse ist in Ausland größer als in Deutschland. Deswegen habe ich da einen Bericht gemacht gestern. Ich frage auch noch deshalb, weil Sie sind ein Politiker, Sie schreiben über Politik ganz viel. Das habe ich im Internet viele Artikel gefunden. Also es ist wirklich eine ganz andere Welt, in der Sie sich als Journalist bewegen. Und ins Chansonnier gehen Sie weg von der Politik und gehen in den Alltag und beobachten die Menschen um sich rum. Wir haben jetzt schon viel über die Chansons und geredet, aber vielleicht erstmal sollten wir eins hören, Ihrer Debüt-CD. Temps de saison perdu heißt diese CD und das ist Christophe Bourdoiseau mit Bye Bye l'Italiano. Musik.
Christoph Bourdoiseau zu Gast im Supermercado mit seiner neuen CD. In diesem Song haben Sie ja nicht nur Französisch gesungen, sondern gleich noch ein paar andere Sprachen dazugepackt. Erzählen Sie uns von diesem Italiano, von dem Sie da singen. Also für mich ist das dieses Lied sehr eine Erinnerung an meine Ankommen in Berlin vor 15 Jahren. Das war in Prenzlauer Berg im Ostteil Berlin, als das noch nicht saniert wurde. Da sind sehr viele Leute aus dem Ausland da auch gekommen und sehr viele aus dem Osten, aber auch viele Europäer. Und dann waren wir, ich weiß nicht wie viele Nationen da, immer gemischt und haben uns immer getroffen in Kneipen. Und oft haben wir natürlich Deutsch gesprochen zusammen, aber auch andere Sprachen. Und das war eine Zeit, die heute nicht mehr existiert. Das ist jetzt alles normalisiert, diese Zeit, diesen Bezirke. Und der Italiener, hat uns alles verbindet. Er hat einen kleinen Weinladen, das war sich ein bisschen wie in eine Kneipe umgewandelt ab und zu, manchmal sehr spät in der Nacht. Und der hat uns alle so, der war wie ein Vater für uns, und haben uns alle uns getroffen dort. Und da waren Leute aus aller Ecke der Welt, also Bulgarien, Südamerika und viel Frankreich. Frankreich auch, aber nicht so viele Franzosen damals. Und eigentlich war ich glaube der einzige Franzosen, weil dieser Italiener mochte nicht so viel die Franzosen, glaube ich. Ja, das ist so diese, weil man sich so nah ist, eigentlich, also fast Brüder, da hat man immer so kleine Animositäten, ist der französische Wein besser oder der italienische? Genau. Und so. Das aber ist ja das übliche Spiel. Der hat mich adoptiert sozusagen und da sind wir Freunde geblieben. Und einmal hat er gesagt, ich habe jetzt die Nase voll von Berlin und ich kehre nach Italien zurück. Und da habe ich ein Lied für ihn geschrieben. Und das ist Bye Bye Italiano. Sie werden jetzt begleitet vom Trio Show aus der Ukraine. Das ist ja dann schon wieder so ein interkultureller Dialog. Wie funktioniert das, die Kommunikation Frankreich-Ukraine, wenn Sie zusammenarbeiten? Also es funktioniert sehr gut. Mit der Sprache sprechen wir zusammen Deutsch. Dann gibt es keine kleinen Schwierigkeiten, aber mit Musik geht das von allein. Also ich muss sagen, die sind richtig gute Musiker, die sind professionell und spielen seit 15 Jahren in Berlin, sind auch wie ich hier gelandet. Vor 15 Jahren in Berlin gelandet. Und was sie spielen, ist es, das nähert sich an die französische Chanson, das ist Swing-Rhythmus und das hat sofort gepasst mit ihnen. Ihre CD, die heißt Tant des Saisons perdues, das so viele verlorene Jahreszeiten, das klingt aber traurig. Welchen Jahreszeiten weinen Sie denn nach? Ja, ich glaube, die ganze CD ist ein bisschen traurig, aber in der Traurigkeit liegt auch ein bisschen Hoffnung sozusagen. Und Tant des Saisons perdues, das würde bedeuten, muss man die Zeit nicht vergehen lassen, muss man die Zeit benutzen, auch wenn man traurig ist, etwas neu zu machen. Und ich glaube, diese CD für mich war auch eine Art Erneuerung für mich. Lustigerweise steckt ja in Ihrem Namen der Vogel drin. Oiseau bedeutet Vogel auf Französisch, Bourdoiseau, da Vogeldorf sozusagen. Ne? Ja, vielleicht müssen Sie deshalb singen. Ja, ich bin noch nie drauf gekommen, dass das Oiseau so mit Singen zu tun hat, aber Sie haben recht, ja, das klingt so. Dann wissen Sie es ab jetzt. Ja. Tant des Saisons perdues, die neue CD von Christoph Bourdoiseau. Sie ist gerade erschienen. Danke für den Besuch. Und es gibt noch ein Chanson. Das ist Je ne t'attends plus. Wollen Sie dazu noch etwas sagen? Also, das ist meine Lieblingschanson von der CD und singe ich mir sehr gerne. Sie haben eine Liebe verloren und die haben Sie hier besungen. Ja, genau. Au revoir. Tschüss.